Willkommen zurück bei Pokémon Schwarz. Ich schätze mal, wir sind hier in der Traumbrache angelangt. Und ich guck mal, ob Henning schon den Orden geholt hat. Nein, hat er noch nicht. Das ist nicht so gut. Okay. Dann labern wir dich mal an. Du, sag doch mal, was war dein erstes Pokémon? Ein Flying, verstehe. Dann passt dieses Wegemark. Ja, wie die Faust aufs Auge. Es hat einen Vorteil gegen Pokémon des Typ Wassers, gegen die dein Floink ja benachteiligt ist. Sag, willst du das Wegimak haben? Ja, nehmen wir mal mit. Ja, hier bitteschön. Hier ist, kann Pflanzenattacken benutzen und ist somit effektiv gegen Wasser-Pokémon. Da haben wir das erhalten. Gut. Wir geben dem mal einen Spitznamen. Ganz simpel, ganz, keine Ahnung, das nennen wir es mal Sitzlüng-Glutsch. Okay, dann machen wir das mal hier, Glutsch. So. Okay. Gut. Wenn du Pokémon verschiedener Typen dabei hast, erwischt dich kein Pokémon mehr auf dem falschen Fuß. Ja, das ist ja gut. Dann nehmen wir mal das mit. Wir haben das Item X-Abwehr gefunden. Das haben wir verstaut in der Items-Tasche. Und wir können nicht hier durch, weil wir noch keinen Zerschneider haben. Gehen wir mal direkt zurück in diese Stadt. Und heilen uns kurz. So, gehen wir der Alten unsere Bälle. Ja, hier. Ja, hier hast du deine Bälle. Boah, du bist aber männlich. Hammergeil. Naja, egal. Okay, wen stellen wir denn nach vorne in unserem Team? Ich würde mal vorschlagen, wir nehmen erstmal Let's Mario nach vorne. Okay. Einfach mal hier durchrennen. Okay, alles wird schon gekillt, schätze ich mal, außer der Arenaleiter. Bist du der Arenaleiter? Naja, du bist nicht der Arenaleiter, aber ich schätze mal du. Wie schön für dich. Du trittst gegen die Nummer 1 von uns dreien an. Yo. Gegen Colin. So. Ihr setzt als erstes Yorkleff ein. Okay. Hätte ich anfangs nicht gedacht, aber egal, ist hier seine Entscheidung. Mach mal hier direkt mal einmal Blut. Okay. Ihr setzt Kraftschub ein. Damit erhöht er seinen Angriff und Spezialangriffswert. So. Ach nö, das sieht ja nicht so viel. Ich sehe schon, deine Angriffe sind durchaus effektiv. Ja. Finde ich auch. Glatsch, schau mal. So, jetzt wirst du erstmal weggemacht. Ah, Glatsch. Ah je, der zieht aber schon viel, ne? Hilfe, noch einmal ganz schnell. Ah ne, der setzt Trank ein, der setzt Trank ein. Glatsch. So, und noch ein letztes Mal. Uiuiui. Fast, wir sind zurückgeschreckt. Okay, dann wechseln wir mal ganz, ganz schnell unser Pokémon zu Setzling. Der wird den mal was zeigen hier. Puh, Alter, wie viel der schon auseinander nimmt, der Typ. Ei. Und der wird nochmal Biss sein. Eieiei. Komm. Klatsch. Ams. Okay, den haben wir gekillt. Okay. So, da Mac. Wir machen mal weiterkämpfen, würde ich vorschlagen. Aber wir heilen erstmal unser Setzling. Wenn wir noch einen Trank besitzen. Ich hoffe es mal. Oh Mann, es wird knapp für uns. Ja,
shit. Egal. Jetzt setzen wir den Yogglef ein. Bei epischer Musik versuchen wir ihn zu besiegen. Okay, komm. Yay. Und schnell, Silberblick. Für den maximalen Schaden setzen wir ein bisschen Silberblick ein. Einmal. Und nochmal. Ei. Die Aquaknarre hat uns nicht umgebracht. Deswegen nochmal Silberblick. Und jetzt, Yogglef, gib alles. Und Tackle, Klatsch. Oh, fast tot. Egal, nochmal. Oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Okay. Wie schnell ist denn unser Let's Mario? Eieiei, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich das machen soll. Ich opfere Let's Mario. Eine Sinibäre. Klatsch. Leider hat unser Let's Mario es nicht mehr überleben können. Setzling. Du schaffst es. Rankenhieb. Komm. Klatsch. Yes! Wir haben es geschafft. Es war sehr, sehr knapp. Sitzling hat uns gerettet. Daumen hoch für ihn. Du hast mich erwischt. Meine Hoffnung ist dahin. Boah, war das knapp. Wirklich beeindruckend. Nach den Regeln der Pokémon-Liga steht dir jetzt dieser Arena-Orden zu. Yeah. Den ersten Orden haben wir uns wirklich verdient. Gut. Da haben wir den auch. Okay. Minix erhält von Colin den Trio-Orden. Die Arena-Orden sind ein Zeugnis für die Stärke des Trainers. Besitzt du einen Orden, befolgen auch im Tausch erhaltene Pokémon bis Level 20 deine Befehle. Und das hier ist ebenfalls für dich, ne? Gut, jetzt haben wir die Themen 83 Kraftschub bekommen. Okay, jetzt Kraftschub, ja, haben wir eben schon gesehen, macht Angriff und Spezialangriff ein bisschen stärker. Und das erste Mal seit der 5. G kann man TMs immer einsetzen, so oft wie man will. Da hat er gesagt. Und wer bist du? Tada, ich bin Vivian. Professorin Escher hat mich gebeten, dir und deinen Freunden etwas zu geben. Du folgst mir am besten. Naja, mach mal schon. Gut. Was laberst du denn? Ihr wollt also alle Pokémon in der Einhalregion treffen, nicht wahr? Oh, zur Treppe, bitte hier entlang. Meinst du mal hier oben? Bitte komm doch mit drauf. Stell mich am besten mal vor. Mein Name ist Vivian, wie du sehen kannst, bin ich Wissenschaftlerin. Bei meinen Forschungen beschäftige ich mich übrigens mit dem Pokémon-Training. Mit Professor Esche bin ich schon seit unserer Studienzeit befreundet. Sie hat mich gebeten, euch zu unterstützen. Und das tue ich dann auch gleich mal, ne? Hier, das sollte sich als nützlich erweisen, eine versteckte Maschine. Okay, wir erhalten das Item VM01 der Schneider. Okay. Okay. Gut. Dann haben wir das auch. Können das einsetzen, können Bäume fällen. Ist ja gut. Okay. Muss eigentlich jeder wissen, was diese VM bringt. Okay. In der Nähe von Orion City liegt die sogenannte Traumbrache. Dort befindet man. Dort findet man ein Pokémon namens Somnium, welches den Traumdunst absondert. Und den will ich haben, ne? Ja. Mit Hilfe dieses Dunstes steht uns nämlich die Spielsynchro zur Verfügung.
Wir sind dann in der Lage, die Daten verschiedener Trainer zu sammeln. Okay, genau wie die NSA. Was bist du für eine? Bist du ein Trainer? Dann verwendest du doch sicher ab und an den PC, ne? Ich verwalte die Boxen und mein Name ist Rubina. Sag mal, weißt du über die Kampfbox Bescheid? Nee, aber ich will jetzt nicht, dass sie irgendwas erklärt. Großartig. In der Kampfbox kannst du die Pokémon registrieren, die du häufig im Kampf einsetzt. Ach so, okay. Es steht, glaube ich mal, am PC immer Rubinas PC und nicht jemandes PC. So, heilen erstmal. So, guten Tag. Hier hast du meine Eier. Meine Bälle, meine ich. Okay. Dann rennen wir mal eben schnell zur Traumbrache. Und gucken mal, was da abgeht. Den Baum können wir noch nicht fällen, weil wir es noch keinem beigebracht haben. Okay. Ja, hier haben wir das. Zerschneider. Mal aktiviert. Und das bringen wir mal unserem Setzling bei. Okay. Okay, machen wir mal Silberblick, Schlecker weg, weil ist kein Step drauf und ist eine richtig schwache Attacke. Gut, okay. Mal das. Okay. Okay, und dann muss ich noch was ändern, auf jeden Fall noch. Und zwar der Dextempo auf A3, ja, das geht ja mal gar nicht, alles viel zu lahm. Ach nee. So. Den Baum zerschneiden wir mal. Und klatsch. Damabel. Oh, Mannix, suchst du auch nach den mysteriösen Pokémon? Ja, ja. Da müssen wir nämlich für die alte Vivien machen, ne? Ja, komm mit. Huch, ich hab schon was gehört. Du, hast du gerade auch dieses Pokémon gehört? Lass uns nachsehen gehen. Ja, ja. Ach, da ist es ja. Das sieht aus wie so ein Ball. Das ist häßlich. Hey, warte. Da haben wir ja ein Sumnyam. Los, stoß schnell deinen Traumdunst aus. Ja. Moment mal. Wer seid ihr, Typen? Was macht ihr hier? Wer wir sind? Wir sind Tag und Nacht im Einsatz, um die armen Pokémon von dem Joch der törichten Menschen zu befreien. Wir sind Team Plasma. Was wir hier machen, die Pokémon Sumnyam und Sumnivora stoßen einen Traumdunst aus, der allerlei Träume beschert. Mit diesem Traumdunst werden wir endlich die Pokémon von ihrem Joch befreien. Wir müssen den Menschen auf der ganzen Welt nur einen Traum zeigen, indem sie alle Pokémon freilassen. Klatsch, einmal getreten. Hey, wird's bald mit dem Traumdunst? Tritt ihr das Pokémon etwa, damit es den Traumdunst absondert? Er geht mal gar nicht. Wie grausam. Was tut ihr? Warum tut ihr das? Ihr seid doch auch Trainer, ne? Ja, klar. Doch im Gegensatz zu euch kämpfen wir, um die Pokémon zu befreien. Und wir befreien die Pokémon. Und ja, wir wollen ihnen die Freiheit schenken. Ah, Mannix, Hilfe! Okay. Gegen dich kämpfen wir jetzt mal. Ein Nagelotz setzt dir ein. Los, Floink. Klatsch. Okay. Jetzt können wir mal einen Routenschlag einsetzen, würde ich sagen. Ei, ei. Autsch. Ja, also, das ist super, ey. Hat er nicht wirklich viel gebracht. Jetzt kommt er mit Geduld. Ei, die Attacke kann böse werden. Deswegen, setze ich nochmal schnell Tackle an und hoffe auf einen Volltreffer. Bams. Eieiei, es kann sein, dass unser Floink jetzt auseinandergerupft wird, weil Geduld ist richtig stark.
Ja, wusste ich. Oh man. Okay, nochmal unser Yorkleff. Das erledigt unseren Job. Okay. Deckel. Bam. Tot. Nur ein bisschen Erfahrung bekommen. Wir haben Team Plasma Rüpel besiegt. So, Geld. Wir haben ein Kind auf die leichte Schulter genommen, wie dem auch sei. Jetzt komme ich. Yo. Wie die sich geil finden, ey. Spaten. Okay, diese Missgeburt wieder. Okay, dann töten wir dich mal. Bevor das Eier liegt. Klatsch. Und der setzt Kratzer ein. Schlecht ist der. Tackle. Hams. Klatsch. Boah, komplett weggenagelt. Okay. Das gibt's doch nicht. Wir haben beide verloren. Aber wir brauchen diesen Traum sonst unbedingt. Nur mal ein Kick. Klatsch. Bis bald, stößt du wohl unseren Traum sonst aus. Hör schon auf. What? Jesus? Was soll das hier werden, wenn es fertig ist? Hä? Noch einer? Wir von Team Plasma haben es uns zum obersten Ziel gemacht, alle Pokémon aus der ehrenwürdigen Knechtschaft zu befreien, die ihnen einst das törichte Menschengeschlecht aus niederen Beweggründen aufgezwungen hat. Hä? Doch wenn ihr diesen ehrenwerten Aufgaben nicht gewachsen sein solltet... Das ist nicht Jesus, der seinen Anhänger um sich schart oder mit beschönigten Reden die Leute zu betrügen versucht. Nein, das ist der Jesus, der erbarmungslos bestraft, wenn man versagt hat. Wir verschwinden besser, bis er sich wieder beruhigt hat. Ja, das war wohl doch kein Jesus. Was war denn das gerade? Dieser Jesus ist mal dort. Der eben war doch nicht echt, oder? War das vielleicht nur ein Traum? Und dieses Pokémon? Was? Ich konnte einfach nicht mehr länger warten. Ich musste herkommen. Huch, eine Somnivore. Scha. Scha. Und da haben sie einen Pokéball liegen gelassen. Was ist hier passiert? Oh, Vivian, also da war zuerst das Somnium und dann kam Team Plasma und hat das Somnium getreten. Und dann kam plötzlich das Somnivora und Somnivora hat die total verarscht und dann, ja, Traum. Und dann Plasma ist dann verpisst und ja. Yogi, Somnivora ist die Weiterentwicklung von Somnium, weißt du? Und als es merkte, dass das Somnium in Schwierigkeiten steckte, hat es seine Fähigkeit eingesetzt, um einen Traum wahr erscheinen zu lassen. Einen Traum, der das Somnium rettet. Oh, einen Moment mal. Ist es etwa der Traumdunst? Ja, da kann ich meine Forschung vollenden. Komm mal mit. Obwohl, nee, ich will ja nach Hause gehen. Na, egal. Minix, warum schaust du nicht beim Vivian vorbei, ne? Ich werde derweil das Pokémon von eben suchen gehen. Naja, mach mal dann. Wir gehen mal nochmal... Warte, ich guck mir das erstmal an hier, ob man hier irgendwo... kann man nicht. Wir holen erstmal das Item da oben. Ganz schnell machen wir das mal. Geht ja richtig, richtig schnell hier. Klatsch, einmal einen Trank gefunden. Und das andere Item holen wir auch noch schnell. So. Ja, nein. Ich dachte schon, wir hätten es geschafft. Aber beim letzten Grasbüschel kommt dieses Somniam. Okay. Erstmal verbissen, ne? Klatsch, weg. Okay. Dann müssen wir erstmal gucken, dass wir hier durchkommen. Nö, das nervt jetzt.
Ich will doch nur das Item haben. So, ein Pokéball. Der war es echt nicht wert, oder? Kommt man hier wirklich? Ach doch, hier kommt man sogar durch. Ja, super. Okay, dann gehen wir mal zurück in die Stadt. Und stellen uns vor dieses Haus, damit Henning weiß... Ach nö. Damit Henning weiß, was wir machen müssen. Ich stelle mich dann mal hier oben hin. Und gehe dahin. Okay. Dann war's es für den Part. Falls euch dieses Video gefallen hat, dann schreibt doch einen Kommentar und vergesst die Bewertung nicht. Henning macht an diesem... an dieser Stelle weiter und das war's. Bis dann. Tschüssikowski, ne?